Heute geht es darum, diese Buttons zu finden. Und wir sind sehr, sehr gut im Suchen. Also es können richtig schwere Verstecke sein. Ja. Wo hat er denn die Sachen versteckt? Hey, jetzt auch überhaupt nichts. Voll die guten Verstecke. Hey, wo sind sie? Oh, Mann. Also ich suche noch einmal im CC-Studio und dann höre ich auf. So, die Kamera mache ich jetzt aus. Wenn ich es nicht gefunden habe, ja, dann ist es halt so. Und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Spiel mit mir Kanal. Leute, heute haben wir wieder etwas vor. Und wenn ich das sehe, dann wird mir ganz übel. Nee, Freunde, heute haben wir Gott sei Dank nichts mit Ich glaube, der Glitzer ist mittlerweile aus deinem Gesicht wieder weg, ne? Ja, das, aber schau mal hier, wenn ich das schon wieder sehe. Ja, nee, hier kann man es gut sehen. Ja, Freunde, heute haben wir wieder Mystery Buttons, aber heute werden wir nicht in eine Box reingehen und dort werden Sachen über uns gekippt, sondern zum Glück. Heute geht es darum, diese Buttons zu finden. Also Hide and Seek mit den Mystery Buttons. Genau, ich würde sagen, ich entscheide mich für die Farbe Rot, ist meine Lieblingsfarbe. Ich mich für Grün. Okay, und der Kameramann hat die gute Aufgabe, die Mystery Buttons hier im gesamten Gebäude zu verstecken. Und wir sind sehr, sehr gut im Suchen, also es können richtig schwere Verstecke sein. Ja, so, ich würde sagen, wir beide gehen jetzt rüber in dein Studio und du hast die Aufgabe, die Mystery Buttons zu verstecken. Gleich. So. So, Kathi, du kannst deine Kamera schon mal machen. Ich hab hier meine Kamera. Super. Ich würde sagen, ich habe die roten Buttons, du hast die grünen, ne? Ja, genau. Genau. Was würdest du sagen, wann beginnen wir? 3, 2, 1, jetzt. Ja, dann mach deine Kamera. So, Freunde, ich sehe hier schon, hier sind ein paar Buttons. Das sieht alles nicht grün aus. Ich laufe mal lieber schnell weiter. Ich laufe auch schnell weiter, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass hier so welche sein werden. Vielleicht ein bisschen an diesem Chaos. Kann auch unter irgendwas drunter sein oder so, ne? Ja, genau. Weißt du was, wir gehen hier rein. So, wir gehen hier rein. Wir schauen jetzt mal hier. Was gibt's hier denn? Ho, ich hab einen. Und der hat auch die richtige Farbe. Ist vielleicht hier drunter? Du fährst ein Orange, ne? Das gibt's doch nicht. Huch, so viele haben uns ausgesucht. Das kann doch jetzt nicht sein. Hier ist überhaupt nichts, glaube ich. Ey, das gibt's doch nicht. Ich glaube, dich hat auch nichts versteckt. Wo hat er denn die Sachen versteckt? Oder unter einem Kissen drunter oder so? Voll gut versteckt. Ich habe erst einen gefunden. Ey. Freunde, ich werde hier verrückt. Hier ist keiner. Rot. Ja, grün. Oh, da ist ein grüner. Nein. Damit sie finden. So, jetzt bin ich im Claudius Studio. Hey, jetzt auch überhaupt nichts. Voll die guten Verstecke. Ich habe bis jetzt gar keinen. Also ich hätte schon gerne einen. Oh Mann. Ich habe schon hier überall drunter geguckt, aber hier ist überall nichts. Ey, ich finde keinen. Ey, wo sind sie? Oh, ich habe einen gefunden und der gehört Claudio. Da war doch tatsächlich einer, aber... So, vielleicht im DIY-Studio. Ey, hier sind auch keine. Ich habe einen schon gefunden, Ich habe auch einen von dir gesehen, aber ich sag ja. Oh. Ich habe keinen gesehen tatsächlich. Yes, ich habe einen gefunden. Ich habe schon zwei. Und ich schaue mal schnell weiter. So, okay, jetzt gehen wir in mein Studio. So, hier ist nichts. Vielleicht in meinem Studio. Wir haben den Kameramann so gut trainiert. Wir haben ihm gesagt, er darf die gerne verstecken, wie er möchte. Ich glaube, das hat schon Claudio hier alles durch... Oh, ein Blauer. Und Claudio hat schon alles durchwühlt. Ja, wir haben... So einen haben wir. Claudio war anscheinend sogar hier an meinen Boxen dran. So. Jetzt gucken wir schnell in die Regale. Oh, da ist noch einer. Nicht gesehen. Das werde ich hier nicht sagen. Vielleicht hier unten irgendwo? Also ich muss schon sagen, da hat sich jemand ganz viel Mühe gegeben. Ich habe bis jetzt nur einen gefunden. Claudio? Ja? Hast du schon was? Ich habe nur einen. Ich habe zwei. Du hast zwei? Ja. Also hier ist glaube ich nichts. Die habe ich schon überall gesucht. Ja, ich finde das alles super gut versteckt, ne? Welche hast du gefunden? Einer war unter der
dieser Glocke. Ja, genau. Da habe ich gehofft, dass du den nicht siehst, aber nee. Hast du denn jetzt auch einen? Ich habe nur einen. Den hab ich deiner? Bei mir im Studio. Ja, den hatte ich auch gesehen. Unter dem Hut, ne? Also ich muss sagen, er hat sich richtig Mühe gegeben. Boah, wie gut die versteckt sind. Ich habe ihm gesagt, bitte versteck dich schon gut, aber nicht so. Also, ich habe schon gedacht, dass wir vielleicht zwei Runden gegeneinander spielen müssen, aber ich glaube, das wird nicht nötig sein. Nee, ich glaube, wir brauchen halt noch ewig. Oh Mann. Voll noch voll frech, er deine einfach versteckt. Ja, aber man sieht halt auch so gar keinen irgendwo, nee. Ne? Was haben wir denn den jungen Mann in Auftrag gegeben? Das war doch keine gute Idee. Ich glaube, der hat seine Aufgabe ganz schön ernst genommen. So, irgendwo muss doch nochmal ein Button sein. Ich verstehe gar nichts mehr. Wo sind denn die Buttons? Ich finde halt noch nicht mal irgendwie mit richtig suchen welche. Vielleicht gucke ich doch noch mal ganz genau hier bei meiner Schuhsammlung hier. Oh, ich habe einen gefunden von Claudio. Wisst ihr was? Ich gehe mal wieder zurück in die Cloud. Vielleicht sind da noch welche. Nee. Ich kann mir das aber nicht vorstellen, dass in der Cloud so viele sind. Ah, Claudio darf auf gar keinen Fall den finden, den ich gerade gesehen habe, weil dann ist wieder Gleichstand. Im Moment führe ich noch. Was soll das? Also, so war das nicht geplant, dass die Challenge so schwierig wird. Und den einen hat sie immer noch nicht gefunden, der da unten ist. Claudio! Ja. Wie viele hast du? Einen. Ich habe einen von dir gefunden, aber ich verrate dir nicht, wo. Ja, das hättest du lieber nicht sagen dürfen. Weißt du, warum? Warum? Weil du halt nur in der Wolkenstube warst. Gar nicht, ich war sogar noch mal bis in der Wolke. Ach so. Ich bin gar schon überall, Claudio. Ja, ich auch. So, Setzack. Ich hätte einen weiteren von mir gefunden. Wie kann man die Mystery Buttons so gut verstecken, dass hier niemand von uns was findet? Ja, sehr, sehr witzig. Der ist doch tatsächlich hier oben auf dem Schrank, wo kein Mensch von uns hingucken kann, einer von meinen Buttons versteckt. Jetzt habe ich drei. Na gut. Als ich dem Kameramann gesagt habe, er soll die bitte gut verstecken, habe ich nicht gesagt, dass er übertreiben soll. Also ja, Freunde, ich habe bis jetzt einen, wow, einen. Ich habe drei, Claudio, und ich muss dir was sagen. Weißt du, wo ich meinen gefunden habe? Wo? Das ist voll unfair für uns beide. Ja, wo? Das war so ganz oben, wo keiner von uns beiden hingucken kann. Ach so. Da habe ich habe so mit der Kamera gemacht und die Kamera hat dann meinen Button gesehen und habe ich gesehen, da ist irgendwo was Grünes. Deswegen, das wollte ich dir mal verraten. Es kann halt auch irgendwo sein, wo wir gar nicht drankommen, weil wir einfach toll. So klein hier ist eine, sind. Aber schau mal, hier ist ein blauer. Ich habe eine Idee, Kathi. Was denn? Damit das Video sich noch länger Länge zieht, würde ich sagen, wir fragen ihn, wo die Sachen sind, aber, wir sagen, in welchen Räumen. Okay. Das ist ich hätte nämlich schon auch gedacht, ich bin hier rübergelaufen. Hier der Verstecker versteckt sich hier bei Danja im Studio. Und ich dachte mir so, ja, Claudio, der muckelt bestimmt jetzt wieder. Nö. Und ist einfach mal da hingegangen und fragt. Nö. Aber gut, wir fragen ihn nach. Ja, warte kurz. Kameramann. So, ich habe bis jetzt einen Kaffee. Ich habe drei gefunden. Und genau. Ich habe noch einen von Claudio gesehen, aber ich habe ihm nicht verraten, wo der ist. Aber wir brauchen Tipps. Genau. Keine genauen Tipps, sondern nur Räumlichkeiten. Wo befinden sich meine? Also, einer befindet sich in deinem Raum. In meinem Studio habe ich schon gefunden. Ach so, okay. Dann in. Aber wir starten gleichzeitig, keine Sorge. In den DIY-Studios? Beide? Ja. Okay. In einem habe ich einen von dir gesehen. Ja. Und in dem ganz hinteren Raum. CC-Studio, also Chaos-Studio, ja. Und dann müssten die restlichen. Okay, ich sag dir mal, wo ich meine gefunden habe. Ich habe einen vor Claudius Studio oben auf dem Schrank gefunden, wo keiner von uns hingucken kann. Dann habe ich einen im DIY-Studio unter dieser Glocke gefunden. Ah ja. Und wo war der andere? Vor Claudius Studio im Regal. Ja, okay, dann einer müsste noch in einem der DIY-Studios sein. Okay. Und einer wahrscheinlich im CC-Studio. Ja, okay, 3, 2, 1, los! Ja, ich gehe direkt mit. Ich kenne. Jetzt? Ich kenne das andere Studio. Das sieht doch irgendwie ein bisschen auffällig aus. Hinter den Bildern hier vielleicht. Nö. Dann war Claudio das schon wieder. Vielleicht unten unter der. Nee, das ist ein Squishy, ich dachte gerade schon. In beiden Studios ist jeweils eins. Wo denn? Boah, ich werde nie wieder Verstecken spielen. Mit einer Person, die so krass Sachen versteckt. Ey, das ist richtig schwierig. Was haben wir uns da eingebrockt? Oh
Sag mir nicht hinter der Tafel, das wäre gemein. Nee. Ach, hier ist einer, okay. Ich habe eigentlich dahinter schon geguckt, ich habe ihn aber nicht gefunden direkt. Welche Farbe suchst du nochmal um, ne? Ja, sorry, das war der wahrscheinlich, ne, oder? Ja, das war der, den ich gefunden habe. So, und er hat gesagt, hier noch ein. In beiden DIY-Studios. Hä, wo soll denn hier noch einer sein? Wahrscheinlich werden die niemals wiedergefunden und sind jetzt für ewig verschollen. Ja, das muss er mir gleich zeigen, wo er denn die versteckt hat. Also ich gehe jetzt nochmal ins Chaos-Studio. Ja. Vielleicht habe ich ja doch nochmal Glück. Chaos-Studio, da muss ich mitgehen. Weil ich weiß ja, wo einer ist. Oder wollen wir sagen, noch 3 Minuten und wer in den nächsten 3 Minuten noch was findet? Also ich habe einen von dir gesehen hier im Studio. Ja, hast du? Ja, hab ich. Die Frage ist doch, ich hab eigentlich das gesamte Chaos-Crew-Studio durchsucht. Hier kann kein weiterer sein. Also wirklich, ich hab's durchsucht bis zum geht nicht mehr. Nee, ich glaube nicht. Ich hab's ja. Das Chaos-Crew-Studio habe ich wirklich durchsucht bis zum geht nicht mehr. Bis auf diese Garderobe hier. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass in der Garderobe hier was versteckt ist. Also. Ich habe ja auch schon hier unten geguckt. Genau. Und ich habe mir gar nicht dazu gepasst. Das heißt, unten keine Tasche. Ey, ganz ehrlich, ne, das ist die dreiste und frechste Challenge ever, die wir uns einfallen lassen haben. Vielleicht so in einer Lampe drin. Du, Karl, ich hab einen gefunden, mein Roten. Weißt du, wo der war? Wo denn? Hinter diesem grünen Zeug da versteckt. Ja, super. Jetzt habe ich 3, wow, das blüht mir aber nicht. Jetzt Gleichstand, jetzt müssen wir einfach, der Nächste, der noch einen findet, hat gewonnen. Nein. Es müssen alle 5 gewonnen werden. Ihr merkt, ich bin schlechter Verlierer. Ich möchte nur nicht gewinnen. Weil den nächsten Kampf findet ihr nicht so easy. Och Mann, vielleicht? Das Video wird so... Es wird so lang sein, dieses Video. Mittlerweile suche ich nicht mehr mit Kamera, so da ist der 4. Kathi! Ich habe meinen 4. Ich glaube, da ist noch einer. Yes! Button Nummer 4! Kalt, ich habe meinen 4. Ich auch. Ich weiß, das Problem ist aber gerade. Was denn? Er kann sich auch nicht mehr erinnern, wo er die letzte versteckt hat. Das geht mir auch immer so. Also der Kameramann weiß jetzt gerade nicht, wo er die letzte versteckt hat. Sollen wir weitersuchen oder sollen wir uns auf Unentschieden einigen? Das haben wir schon vor 10 Minuten gesagt, oder? Ja, schon. So, ich möchte eigentlich gewinnen, muss ich ehrlich sagen. Eigentlich möchte ich schon gewinnen. Ich will auch eigentlich gewinnen. Hahaha. Ich will auf jeden Fall gewinnen. Aber es wird heute nicht so ganz einfach. Ich muss mal langsam aufräumen. Frau, er weiß nicht mehr, wo er die hingepackt hat. Ja, super. Na, das kenne ich, Claudio. Das bringt mir aber nichts. Ich muss. Nee. Ich suche noch einmal im CC-Studio, dann höre ich auf. Also ich suche noch einmal im CC-Studio und dann höre ich auf. So, die Kamera mache ich jetzt aus. Wenn ich es nicht gefunden habe, ja, dann ist es halt so. So, lieber Kameramann, wir haben uns beide auf den Unentschieden geeinigt, denn wir beide haben... Wir sind wieder da und wir haben beide 4. Ja. 1, 2, 3, 4. So, es gab aber 6, ne? Also es gab 6 grüne und 6 rote. Wir haben aber nur beide 4 gefunden. Claudio, sind wir so schlecht? Ich weiß nicht. Das weißt du, das finden wir aber jetzt heraus. Und zwar wirst du jetzt mit uns beiden dahin gehen, wo du die versteckt hast. Ich hoffe, du weißt sie noch im Kopf. So, Schluss habe ich nicht, weil die haben wir gesucht. Ich gehe mich hier rein. Okay. Du siehst übrigens, es ist schon alles total chaotisch hier mittlerweile. Oh nein. Oh, wow. Wo war der denn jetzt die ganze Zeit? Dahinter. Oh, und ich habe hier eben noch die ganze Zeit geguckt. Super. Ich habe sogar hier in die Pflanzen reingeguckt. Ich auch. So, okay, das war's hier. Okay, dann geht's weiter. Hier hatte ich auf jeden Fall unter dieser Glocke einen gefunden. Dann wird's hier nur da. Nein, ich habe sogar das. Ich habe sogar gesagt im Video, ich habe jetzt keine Lust, das Ganze rauszuholen. Sag mir jetzt grün. Oh Mann! Grün. Also, okay, dann. Okay, das sind meine 6 jetzt, ne? Ja, du hast deine 6. Ja, gibst du noch einen? So, gibst du irgendwo einen? Oben gab es einen. Da habe ich einen gefunden, genau. So, hier habe ich. Claudio? Ja? Boah! Weißt du, was das ist? Der Meister im Verstecken, ne? Weißt du, was das Schlimmste ist? Was denn? Ich war hier, ich habe das hochgehoben. Ich habe das auch hochgehoben. Ich habe sogar das hier hochgehoben. Mega, das Versteck. Ich habe sogar das hochgehoben. Weißt du, es nicht mehr? Ist aber auch nicht schlimm, weil ja, wir haben ja... Ich würde sagen,
Wir sagen einfach, ich habe gewonnen, weil ich habe jetzt alle 6. Nein, hast du nicht. Nein, das ist natürlich unentschieden. Also, es war, glaube ich, das heftigste Versteckenspiel, was wir jemals gespielt haben. Ja. Es hat Spaß gemacht, aber es ärgert mich auch, weil ich ja sehr ehrgeizig bin und du ja auch. Wir wollten beide gewinnen und konnten heute nicht gewinnen, aber Gleichstand. Ja, super. Unentschieden. Beim nächsten Mal suchst du die, aber das Ganze filmen wir natürlich nicht. Ja, aber ich würde sagen, mir hat trotzdem Spaß gemacht, Kathi. Wir können das gerne wieder machen, aber dann versteckst du sie diesmal nicht. Nicht ganz so schwer, bitte. Ja, bitte nicht ganz so schwer. Aber gut, es hat Spaß gemacht. Wenn es euch gefallen hat, dann schreibt gerne in die Kommentare. Schreibt in die Kommentare, ob der Kameramann das ziemlich gut gemacht hat. Ich finde ja. Es war schon ein ganz, ganz hohes Niveau. Ein hohes Hide-and-Seek-Niveau. Ja. Ich weiß. Ja, wo denn? Auf der Fletz. In der Lampe. Ich wollte die Lampe. Boah, Leute, ihr hättet mal gerade das Gesicht sehen müssen. Man sah richtig so, wie so ein Licht aufgegangen ist. Es war so schwer versteckt, dass selbst der Kameramann sein Versteck vergessen hatte. Das Schlimmste ist, ich wollte sogar nicht. Ich dachte mir so, komm, ey, kann da nichts versteckt. Ich dachte mir so, ja, ich habe sogar in der Lampe jetzt nicht, aber bei den anderen habe ich so gerüttelt, weil ich dachte, vielleicht ist was drin. Ne? Man könnte die ja auch hier so reinstecken. Ja, Freunde, das Video hat uns Spaß gemacht. Ja, bis zum nächsten Mal. Und lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Freunde.